Hey Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel und seht ihr, wo ich bin? Ich bin in Adopt Me City! Ey, nein, lass mich sofort wieder los. Da wollte mich eine Frau einfach mitnehmen. Nein, so leicht lasse ich mich nicht mitnehmen. Ja, willkommen zurück. Ich bin in Adopt Me City und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf dem Weg zu dem Candy Schloss. Und das nicht nur ohne Grund, sondern ich muss hier eine Quest erledigen und zwar erkunde das Candy Schloss. Navigate, ja. So, da geht's dann hin. Und das muss ich jetzt erkunden. Denn dafür bekomme ich dann 1000 Lebkuchen. Wow. Ja, genau. Ihr seht richtig. Ich versuche mir jetzt ganz viele Lebkuchen zu sammeln, damit ich mir neue Pets kaufen kann. Und ich habe auch ganz vergessen, noch mein Türchen für heute zu öffnen. Deshalb muss ich auf jeden Fall noch ein Türchen öffnen. So. Ja, hier sind diese, neuen Pets. Dieser kostet hier 9000. Und dieser hier kostet 35.000. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir 35.000 Lebkuchen sammeln, um einfach mal den Riesenhirsch zu kaufen. Aber ich sehe gerade, es sind Ponys. Wie geht das denn? Kaufe Ponykiste. 14.000 Lebkuchen. Ah, und dann ist, öffne eine Ponykiste. Nimm einen Pony nach Hause. Ah, okay, man bekommt irgendeins aus gut Glück. Okay. Und welches ist das? Hellbraunes Shetland Pony. Das ist das hier. Da hat man nur 2,5% Chance drauf. Okay. Und das anscheinend das ganz normale. Mhm. Ja, da muss ich mal Emma Bescheid sagen. Sie mag doch ganz gerne Ponys. Okay, ich möchte erstmal lieber einen Riesenhirsch. So, aber ich öffne. Also das Wichtigste ist erstmal, dass ich hier bei Tag 11 hingehe. Und erstmal mein Kalendertürchen öffne. Leute, habt ihr einen Adventskalender? Und wenn ja, habt ihr schon alles geöffnet? Oder öffnet ihr jeden Tag ein Türchen? Und die Frage ist dann, oh, ich hab was bekommen. Oh, Kuchen. Oh nein, das war ja ein Kuchen. Ja, genau, den wollte ich essen. So, und... Und ich bin jetzt nicht mehr hungrig. Yeah, super. So, ja, okay. So, hier gibt es auch noch was. Die nächsten 3 Tagen gibt es hier auch wieder irgendwas. Okay. Ich kann mir erst noch meine 1000 Lebkuchen abholen. Das mache ich jetzt auch sofort. Yeah, voll cool. So, genau. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon 8100 Lebkuchen. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich noch ein paar mehr bekomme. So, okay. Oh, da unten sind Minispiele. Hier geht's ab zu den Minispielen. Wartet. Ich will mitkommen. Ich will mitkommen zu den Minispielen. So, okay, was ist denn hier? Ja, Leute, ihr habt letztens gesehen, wir haben so eine Schneeballschlacht gemacht und da habe ich, ja, leider verloren. Aber muss hier auf jeden Fall erstmal schauen. Wow, es geht hier noch weiter. Wow. Also hier gibt es ja echt coole Sachen. Oh, das ist ein Hockeyspiel anscheinend. Also anscheinend gibt es bald irgendwie neue Spiele bald. Okay, aber wie ihr wisst, ihr habt ja letztens mal gesehen, dass ich das bei der Schneeballschlacht, ja, nicht so gut abgeschnitten habe. Aber dieses Mal werde ich auf jeden Fall besser abschneiden, habe ich mir gedacht. So, ich muss jetzt nur erstmal genügend Leute finden, die da überhaupt mitmachen wollen. Boah, die hat einen Puma, voll cool. So, und hier geht es dann hoch zum Minispiellift, okay. Hier ist die Schneeballschlacht und was ist hier? Den nächsten 3 Tagen. Aha, okay. Frostbrücke. Wow, hier ist ein neues Spiel. Oh, wie süß ist dieser. Oh, der ist ja voll süß. Okay. Oh, das Spiel beginnt aber erst in 14 Minuten. Oh, nee, so lange möchte ich gar nicht warten. Hm, na gut. Schneeballschlacht geht runter und hier demnächst in 3 Tagen kommt hier auch noch mal ein neues Minispiel hin. Na gut, dann muss ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Und dann hier jetzt gleich zur Schneeballschlacht gehen. Was? Nein, ich wollte... So. Ich wollte eigentlich hier runter. So, ich werde jetzt erstmal hier warten, bis die Schneeballschlacht beginnt. Und dann werde ich auf jeden Fall ein paar Lebkuchen abstauben. Ja, das ist mein Plan. So, ich kann ja auch erstmal zuschauen, oder? Kann ich zuschauen? Spielt da gerade jemand? Nee, anscheinend kann ich nicht zuschauen. Na gut. So, ich bin jetzt in der Warteschlange und... Hoffe natürlich, dass das Spiel gleich losgeht. So, da bin ich wieder. So, Leute.
Und schaut mal, wie viele Leute sie sich gleichzeitig hierhin teleportiert haben. Boah, das wird eine Riesenschneeballschlacht. Also das wird echt krass. Ich bin echt gespannt, welches Team gewinnt und wie ich mich da schlagen werde. Ich werde erstmal versuchen, mich die ganze Zeit einfach mal ein bisschen bedeckt zu halten, muss ich sagen. So, mal schauen. So, Restzeit Snowball Fight. Und let's go! Okay, okay, okay. Jetzt einfach nur ein bisschen nach hinten hier. Oh, ich habe einen getroffen. Ha, ich habe einen getroffen. Noch einen. Ich habe, glaube ich, zwei getroffen. Oh, ich muss hier versuchen, ganz viel auszuweichen. Ja, yeah, noch mal einen getroffen. Ich habe schon vier Treffer. Wow. Oh, oh. Okay, ich muss hier wirklich aufpassen. Oh nein, einmal wurde ich jetzt getroffen. Oh nein, 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 nein. Nein, das zweite Mal. Yeah, sieben Treffer. Yeah! Oh nein, jetzt bin ich leider raus. Oh Mann. Aber ich habe mich echt gut angestellt, muss ich sagen, Leute. Überlebenszeit 1 Minute 4200 Lebkuchen. Yeah, voll cool. Okay, her damit. So, okay. So, Leute. Ja, das war wieder richtig cool und mega knapp. Aber ich habe jetzt meine 10.000... Ich habe jetzt 10.000 Lebkuchen. Das heißt, ich könnte mir eigentlich schon das erste Pet kaufen. Das werde ich aber natürlich jetzt nicht machen. Weil ich ja ein bisschen sparen möchte für... Das ist ein anderer Lift, oder? Nee, doch nicht. Ah, nee, doch nicht, ja. Sparen möchte für das eine Pet. Ihr wisst ja, welches ich meine. Den Riesenhirsch. Den möchte ich mir jetzt dann bald kaufen. So. Und ich schau mal. Also... Oh nein, da wollte ich doch gar nicht runter. Ich wollte hoch. Oh, Mann. Lift, nach oben bitte. So, ja, danke schön. So, und dahin. Okay, so. Ja, Leute. Ihr habt's gesehen. Was? Oh, jetzt bringt er mich wieder runter. Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, okay, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön an den Lift. So, ja. Ich habe es jetzt fast geschafft. Leute, mir fehlen noch 25.000 Lebkuchen. Okay. Da muss ich mir echt noch überlegen, wo ich am besten hingehe, um noch weitere Lebkuchen zu sammeln. Ich glaube nämlich... Also so ein Mix aus allen Minispielen ist immer gut, ne? Wenn man das immer wechselt. So. Aber der Riesenhirsch, dann brauche ich noch 25.000 Gingerbread. Oder den Hermelin. Soll ich mir den holen für 9.000? Ja, nee, dann fehlen mir wieder 9.000 mehr. Oh, nee, das dann lieber nicht. So. Dann werde ich mir auf jeden Fall erstmal noch ein paar Schlittschuhe anziehen und dann auf dem Eis ein bisschen Schlittschuh fahren und mir dann ganz viele Lebkuchen einsammeln zu können. Genau, das werde ich erstmal machen. So, Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne wieder mal ein Like da. Das würde mich mega freuen. Und vielleicht, wenn ihr sehen wollt, wie ich dann beim nächsten Mal den Riesenhirsch als Pet kaufe, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein. Das würde mich mega freuen. Und bis dahin, viel Spaß. Euer Juju Vogel. Ciao. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.